Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K19, dem Community Universe, dem Everse. Heute die letzte Folge vor Takeover, was wir morgen sehen werden. Ja, ihr seht es generell, es kommt noch morgen eine Folge, übermorgen, übermorgen und dann ist schon WrestleMania. Also Staffel ist fast beendet, deswegen würde ich sagen, wir haben noch ein bisschen was zu tun wegen Takeover. Wir starten direkt mal mit Raw. Dark Wolf gegen den Tyler Breeze, es setzt sich Dark Wolf durch, da No Way Jose gegen Zack Ryder, es gewinnt Zack Ryder, Dean Ambrose trifft auf Finn Balor mit Ember Moon und Bray Wyatt, die Family of Christmas verliert dieses Match auch noch, Ruby Riott mit Sarah Logan und Liv Morgan treffen auf Nia Jax und Bayley, warum auch immer Bayley und Nia Jax miteinander zu tun haben, die gewinnen auf jeden Fall, Jinder Mahal gegen Heath Slater, es setzt sich Heath Slater durch, Valenti und Hergi treffen auf Black Dragon Dark Magic, mit dem Iceman als Manager, Valenti und Hergi von der EWO gewinnen, dann haben wir Seth Rollins gegen Drew McIntyre Main Event. Es setzt sich Drew McIntyre durch. So, was haben wir in den News drin stehen? Die Rivalität zwischen Dark Wolf und Tyler Breeze ist außer Kontrolle. Die beiden Superstars werden keine Ruhe geben, bis sie Rivalität geregelt haben. Gucken wir mal rein hier. 4 Wochen Tyler Breeze gegen Dark Wolf. Das ist auch eine Rivalität, von der man nur träumen kann. So, hier das aktuelle Championship-Ranking, wo der Iceman noch der Hauptherausforderer ist. Finn Balor ist immer noch der Hauptherausforderer auf den Titel von Dean Ambrose. So, da haben wir die Office of Pain als Hauptherausforderer von der EWO. Die Frauen sind uns egal. Wir gehen zu SmackDown. So, Cesaro trifft auf Jey Uso. Setzt sich Jey Uso durch. Dann haben wir die Bludgeon Brothers treffen auf Ty Dillinger und Sin Cara. Komische Zusammensetzung. Auf jeden Fall setzen sich die... Moment. Nee, doch. Die Bludgeon Brothers setzen sich durch. Dann Walter und Tracer treffen auf Sanity. Es setzen sich die Nightmares durch, dann Epico Colon trifft auf Carl Anderson, es setzt sich Carl Anderson tatsächlich durch, Ace gegen Mark Barrett, es gewinnt Ace, AJ Styles gegen Rusev, es setzt sich AJ Styles durch und hätten wir im Main Event Wolf Hunter gegen Shinsuke Nakamura, Wolf Hunter ist hier erfolgreich. Was sagen die News? Dreimal, Samoa Joe hat das Match seines Rivalen direkt von der ersten Reihe aus angesehen. Die wahren Motive des Superstars zeigten sich, nachdem er AJ Styles ablenkte, sodass sein Gegner ihn von hinten überrumpeln konnte. Epico Colons Eifer, möglichst schnell einen Sieg über seinen Gegner einzufahren, erwies sich als Schuss, der nach hinten losging. Denn Carl Anderson erkannte, was los war. Allerdings landete der daneben gegangene Angriff stattdessen auf dem Ringrichter. Der erste Teil des Matches fand also ohne den offiziellen statt. Wenn Außenstehende verletzt werden, kann man wirklich sagen, dass die Rivalität zwischen diesen beiden Superstars allmählich gefährlich wird. Okay. Cesaro macht den Eindruck, als würde er sein Match gegen seinen Rivalen verlassen wollen. Der Superstar lockte Jey Uso gerissen direkt in die Falle und schlug seinen Gegner mit einem unerwarteten Schlag K.O. Die Listigkeit dieses Superstars macht ihn zu einem gefährlichen Gegner, der seinen Rivalen dazu zwingt, in Zukunft vorsichtiger zu agieren. Rivalitäten. Haben wir noch 3 Wochen Colons gegen Good Brothers, The Bar gegen Usos 3 Wochen und AJ gegen Samoa Joe 3 Wochen. Wir gucken mal in die Championship-Rankings rein. Haben hier absolut keine Veränderung. Das gleiche scheinbar auch beim US-Title. Und auch bei der Tag-Team-Szene und auch bei der Frauenszene, alles klar. Also anscheinend eine schlechte SmackDown-Ausgabe. Wir gehen dann einfach mal zum Main-Event rüber. So, dann haben wir den Iceman gegen Wolf Hunter. Das setzt sich Wolf Hunter durch. Damian, Mark Barrett, Jordan Peugeot, David Cole, BDG, Jack White, Ace und Black Dragon Eye Match. Das setzt sich David Cole durch. Baleska Jr. gegen Nightmare Giant. Es setzt sich Baleska Jr. durch. Tiger Black gegen Simone Omega. Es gewinnt Simone Omega. Walter und Tracer gegen die EWO. Da setzt sich die EWO durch und Dark Wolf gegen Dark Magic mal wieder ein Black Invasion Match, um die Stimmung ein bisschen zu fördern. Dark Magic hier erfolgreich. So, und ja, damit hätten wir das abgeschlossen. Wir gehen zu NXT rüber. Da hätten wir El Ranko gegen Gang Ace Zinder. Es setzt sich Gang Ace Zinder durch. Roderick Strong gegen Kin Medaru. Es setzt sich Kin Medaru durch. Jordan Mike gegen den K-Dog. Da gewinnt Jordan Mike. Dragon's Flow gegen Tesnos. Es setzt sich Dragon's Flow durch. El Mysterio Luchador gegen Steven Bishop. Da gewinnt Steven Bishop. Da ein Delta Demon gegen T-Man. Es setzt sich Delta Demon durch. Halilo trifft auf Death Row im Main Event. Es setzt sich Halilo durch. So, dann gucken wir auch hier in die News rein. Was haben wir denn? Die Spannung zwischen Halilo und Death Row steigen nach ihrem regulären Match. Nach der heutigen Niederlage machen sie sich wohl beide Gedanken darüber, wer wohl gewinnen wird, wenn es um den Titel geht. Delta Demon und T-Man setzen ihren Kampf auch nach dem Match fort und bezogen am Ende sogar eine Leiter in das Geplänkel mit ein. Nachdem die Superstars gezeigt haben, in welche Höhen sie ihre Rivalitäten zu führen bereit sind, wurde beschlossen, dass ihr Titel nun in einem Ladder-Match über dem Ring hängen wird. Briscoe hing beim Ring herum und behauptete, er wolle seinen Rivalen ausspähen.
Dass das nur ein Vorwand war, fiel auf, als Roderick Strong während des Kampfes ablenkte und so seinem Gegner möglichst von hinten zuzuschlagen. Er hat bei diesen Zwischenspielchen die Oberhand und über seinen Rivalen und manipuliert und frustriert ihn, wie es ihm gefällt. So, Championship Rank gucken wir nicht rein, Rivalität gucken wir aber rein. 7 Wochen Brasco gegen Roderick Strong, 1 Woche Delta gegen T-Man, 7 Wochen Alilo gegen Deathrow. Damit ist NXT abgeschlossen, wir gehen zu TXN rüber. So, dann wird Danny D gegen Gary Cooper. Es setzt sich Gary Cooper durch. Velveteen Dream gegen Johnny Gargano. Es gewinnt keiner. Ein Double Countout, was weiß ich, sehen wir gleich. JCC Styles gegen den Jordan. Es gewinnt JCC Styles. Nico Goldberg gegen Michael Masters. Es gewinnt Nico Goldberg. Oni Lorcan gegen Nike Striker. Es setzt sich Nike Striker durch. Und King gegen Marvin. Das haben wir gestern schon gesehen. Die Rivalität geht weiter. Einzug ein, Schwung schnell. Wir müssen das Match heute immer raushauen, damit wir halt sehen, wer morgen denn in der Battle Royale bei TakeOver steht. So, da geht Spielspaß und Action bei TXM wieder weiter. Und da hören wir die Musik. Das müsste Marvin sein. Ohne Titel wieder. Diesmal. Warum, Marvin, warum kommst du eigentlich mit dem Titel durch die Stage, also durch, über die Bühne oder die Rampe, und hier ohne Titel kommst du hier oben hier so Seth Rollins-mäßig raus? Hättest du ja beides eigentlich machen können. Das irritiert ja die Fans. Na gut, komm. Wir skippen mal weiter. Und da ist der König. The King. Der wieder Champions. Wenn er heute gewinnt, hat er den Titel sicher. Wenn er heute verliert, dann nicht. Dann hieß nämlich der Marvin wieder Champ. Na gut, wir gehen mal weiter. Da gibt es wieder ein Rematch. Dieser Teufelskreis irgendwie hier. So, um das gute Stück geht's. Northern American Championship. Komm, das überspringen wir aber. Denn nun kommen hier noch 2 Matches, wenn wir fertig sind. So, schauen wir mal, wie es heute hier so wird. Mensch, das klatscht ja aber. Belly to belly. Ja, der Kick ging schief, denn er steht schon wieder. Oh, und da geht's wieder nach draußen. Das hatten wir doch gestern, oder? Wo ständig einer rausgeschmissen wurde. Guys, a loss here for the champion would be incredibly embarrassing, especially considering all the trash talking I'm told has been going on behind the scenes. I don't want to reveal my sources, but let's just say there's been some pretty harsh words being tossed around. So, close sein. It wouldn't surprise me at all to learn that the champion has been a little cocky heading into this one. And there's nothing wrong with that, Michael, especially considering just how dominant the champ has been of late. When you're that pinfall. The shoulders down and he kicks out. Too early in the match to end it. Und es geht wieder nach draußen. Das haben die keine Ahnung, die haben da irgendwie Bock drauf. Das gefällt denen, den Gegner rauszuwerfen. Das ist bestimmt so ein Payback oder sowas. Throw out the ring oder so, keine Ahnung. Oh, der wird jetzt gekontert. Dauert zu lang. Oh, nee, geht gut. Und der Spear.
Aber das reicht sowieso noch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es wieder so läuft wie gestern. Dass jetzt hier der Stunner kommt. Oder der F5. Und dann im Anschluss Comeback, wenn es nicht gut geht. Hey, jetzt gibt es erstmal ein Reversal. Abgefangen vom King. Und er sitzt zum Aufgabegriff an. Und wir sind wieder draußen. Ich glaube, der wird mal einen Royal Rumble gewinnen, hier der King. Maschine hier. Verspottet dann aber ordentlich. Und DDT. Jetzt hat er natürlich die Chance. Oh, hier geht wieder rein. Ich hätte ihn mitgenommen. Kein gutes Match weiterhin von denen. Überzeugt leider nicht. Und da ist die Powerbomb, die gestern zum Sieg geführt hat. Ein bisschen Nase putzen. Wenn ihr gleich nichts hört, da habe ich mal mein Mikrofon gemutet, weil das ist ganz schlimm momentan. Da habe ich letztens gesagt, ich war schon ewig mehr krank. Ja, jetzt habe ich den Salat. Jetzt einfach mal die Klappe halten. Double axe handle smash. This is what makes him one of the best in the business. Beautiful technique. That might have done it, Cole. The champ being pushed to the brink. Looks to me like he just hit a wall. WWE.com poll had him as the overwhelming favorite. Das wird noch nicht reichen. That should do it right there. And the champ kicks. Na, bei 1 der Kickout. Kann man sehen, wie wenig der King eingesteckt hat bis jetzt. He's not going to like this. Soll der Finisher kommen? He's looking at it. Aber auch der wird, glaube ich, noch nicht erfolgreich sein. Beziehungsweise zum Erfolg führen. Ja, da ist der Kickout. So, und jetzt muss die Leistungsexplosion kommen. Vom King. Jetzt zieht er ihm die Beine weg. Und da ist der Spear. Ich würde es jetzt probieren mit dem Pinfall. So. Aber jetzt, wenn er den Finisher jetzt durchzieht, dann war's das. Jetzt schon erstmal von den Fans feiern. Reversal. Und er schmeißt ihn wieder über das oberste Seil. Das ist fast nervig. Wieder gekontert, jetzt aber vielleicht. Will immer noch nicht jetzt den Sack zumachen. Steht nur da und guckt zu. This is a grueling championship match. Nobody wants to lose this opportunity. He might have it. Oh, das gibt den Superplex als Oh my God Move. Both of these superstars. Superplex. I'm not sure how much he has left.
Ja, aber ob das jetzt so clever war? Wenn er den jetzt reingeworfen bekommt und dann pinnen kann, ist ja alles okay. Macht er aber nicht. Jetzt verspottet der Marvin ihn nur noch. Comeback? Ich glaube ja. Jo. Und der nächste Spear, das könnte jetzt mal die Entscheidung sein. Nee, wieder der Kickout. Also die Spears, die Signatures führen nicht zum Erfolg. Jetzt aber vielleicht? Nee. Immer noch nicht. Und Reversal vom King. Reversal von Marvin. Wieder Reversal von King. Jetzt kommt, glaube ich, Crunch Time. Das ist ein zu weiter Weg. Nee, doch nicht. Er will ihn wieder rauswerfen. Ja, das war jetzt richtig gut. Ist das der F5? Nee. Und da kommt der F5. Und das heißt jetzt wohl gute Nacht, Marvin. Das sollte wohl der endgültige Titelgewinn für den King werden. Jo, herzlichen Glückwunsch an den King. Natürlich sehr, sehr schade für Marvin. Aber das war mal beeindruckend. Der King. Titel absolut verdient gewonnen. Und gibt es jetzt noch ein Shake Hands oder was passiert? Nee, gibt's nicht. Er ist beleidigt und geht. Er gönnt ihm den Erfolg nicht. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch an den King. Das war auf jeden Fall, ja, kann man schon sagen, eine verdiente Fehde, die er hiermit gewonnen hat. So, haben wir noch Harsen und der mit einer Promo wird von Max Peace dabei unterbrochen. So, in den News haben wir zwei Sachen. Max Peace versuchte mit der Menge über seinen jüngsten Erfolg zu sprechen, aber Harrison hat ja unterbrochen am Mikrofon, um seine eigenen Ansprüche auf bessere Chancen zu stellen. Die Konfrontation zwischen diesen beiden Superstars könnte der Beginn einer aufkeimenden Rivalität sein. Johnny Gargano stürzte in den Ring und entlud seinen ganzen Frust in einem Angriff auf Velveteen Dream. Der Ringrichter bekam die Superstars unter Kontrolle und brach das Match ab. Doch das Kämpfen ging weiter. Der Wunsch des Angreifers nach Rache war von seinem Rivalen so weit getrieben worden, dass er nicht mehr auf das große Match warten konnte. Rivalitäten haben wir hier. Marvin gegen Jordan eine Woche. King gegen Marvin. Wieso hat Marvin denn zwei Rivalitäten? Die soll jetzt starten. Die löschen wir jetzt mal. So, Velveteen Dream gegen Johnny Gargano. So. Ah, Championship Rankings haben wir gar nicht. Ich hoffe, ich habe einen Fehler gemacht. Wir gehen zu BCW. Zwei Dinger kriegen wir heute noch zu sehen. BCW, Bob gegen Ben Punk. Es setzt sich Bob durch. Dann Tyler Bate gegen Sebastian. Es setzt sich Sebastian durch. Außerdem Unpredictable gegen Timothy P. Es setzt sich Timothy P. durch. Travis King, DK und Murdoch in einem Match. Es setzt sich Travis durch. Jacob Cass gegen Zack Zinder. Es gewinnt Zack Zinder. Und dann das Television Championship Match heute ausgetragen von BCW mit Dark Wolf von Raw, Ella Lil von SmackDown, El Ranko von NXT, Jay Dash von TXN und Crazy Virgil als Champion von BCW. Schwungschnell Einzug ein, los geht's. So, dann schauen wir mal. Braun Strowman, sein Video wird eingespielt. Wer kommt denn jetzt als erstes? Könnte Dark Wolf sein, von Raw. Jo, da haben wir den Knaben. Making his way to the ring, from Kill Devil Hill, North Carolina, weighing in at 436 pounds. Danger Wolf.
Danger Wolf. So, wir haben als zweites. Sollte wahrscheinlich Ella Lil sein. Der Mann mit dem knallroten Gummiboot. Und die gleichen Designer von der Jacke auf jeden Fall. I am phenomenal. El Ranko. Auch ein Western, aber ist nicht der gleiche Designer von der Weste. So, da haben wir eben auch ihm seinen Einzug zumindest etwas zeigen lassen. Dann gehen wir zum nächsten wieder. Mit der Musik von AJ Styles und dem Video von... Oh, da ist der Champion. Warum haben denn alle Champions hier den Knüppel vom Big Boss Man? Das muss man mir erstmal erklären. Genau der. Oh, jetzt haben wir außerdem seinen Champion-Einzug. Das machen normalerweise eigentlich nie. Champion lassen wir eigentlich immer komplett zum Ring laufen. Bin nur ein bisschen neben der Spur. Entschuldigung dafür. So, der letzte im Bunde. Jay Dash. Der weiße Velveteen Dream. JD von Scrubs. So, damit auch er. Und dann skippen wir das Ganze mal. Boom. Ja, dann schauen wir mal, wer sich in dieser Battle Royale durchsetzen kann, ob es eine Verteidigung gibt und vor allem, ob TXM zum ersten Mal den Gürtel holt, weil TXM ist jetzt noch ohne Gewinn bei den Battle Royals. Ich tippe aber auf den Dark Wolf. Der ist so am Rasieren gewesen beim Royal Rumble. Außer Halle hat gleich so einen goldenen Moment. Aber wenn Halle eliminiert wird, dann wissen wir ja schon wie. Der stürzt sich wieder selbst über das oberste Seil. Ah, jetzt schnappt er sich den J-Dash. Oh, da ist einer rausgeflogen. Crazy Virgil schmeißt hier den... Wer ist jetzt rausgeflogen, Mann? J-Dash ist ja gleich schon NXT, TXM, oder? Ja. Ranko ist raus. Also kein Titel, Leute, für NXT. Einen haben sie. So, jetzt Dark Wolf gegen Crazy Virgil, den Champion. Jetzt schnappt er sich J Dash. Mit dem Reversal. So, Halle jetzt gegen Virgil. Jetzt schlägt hier jeder mal auf jeden. Hier ist gerade richtig Reversal Abfuck. Und jetzt ist Crazy Virgil in Gefahr, aber Halil hat keinen Bock. Der weiß nicht, wenn er jetzt zu ihm rennt, dann wird er sowieso selbst übers Seil fliegen. Stattdessen lässt er sich lieber feiern. Und das geht auch noch gut. Driver
Ja, Crazy Virgil fliegt ins Leere. Oh, und jetzt ist er in Gefahr. Der Erstschlag von Jay Dash, der sitzt. Und jetzt versucht er ihn rauszudrücken, was wird noch nicht reichen. Bin ich von überzeugt. Now that's a display of excellent ring awareness. Nicely done. This might be it. Oh my. Northern Lights. Was macht Halle denn da? Der will zurücklaufen, aber da ist irgendwie Ende. Oh, jetzt hat er hier den Champion, Crazy Virgil. Halle, jetzt kannst du viel gut machen, wenn du jetzt den Champion raushaust. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. J-Dash gegen Dark Wolf. Ah, es reicht noch nicht. Reversal von Halle gegen Virgil. Ja, sehr träge Battle Royale heute irgendwie. And that one grounds him. I didn't realize he had such a glad Pele kick. Victory is on the horizon. Oh, und Halle fliegt raus. Dark Wolf eliminiert Halle. Auf Wiedersehen. Kein Titel für SmackDown. Kein Nachfolger von Ace. Crazy Virgil gegen J-Dash mit dem Reversal. Und das könnte jetzt gefährlich werden für den Dark Wolf. Auch zum ersten Mal, dass Halle rausgeschmissen wird, sich nicht selbst rauswirft. Oh, jetzt sind sie alle hier angeschlagen. Ist das jetzt eine Entscheidung? Crazy Virgil hängt im Seil. Reicht das? Ich glaube aber nicht. Der hat eigentlich noch gar nicht so viel eingesteckt. Nee. So, J-Dash macht jetzt hier den Dark Wolf im Seil fest. Probiert's wieder. Geht aber wieder nicht gut. Und wieder Reversal von Virgil. Und ja, im Halle-Modus. Crazy Virgil, wir sehen einen neuen Champion. TXN oder Raw, also Dark Wolf oder J-Dash. Ja, der Fallaway-Slam oder was auch immer werden sollte, ging schief. Platz nur bei J-Dash. Oh, das könnte eine Entscheidung jetzt geben. Nee, Reversal. Jetzt vielleicht. Dark Wolf im Seil. Und es klappt immer noch nicht. Wieder einen Finisher zeigen. So, Jackhammer.
much he has left. Just a step quicker, it looks like. Oh boy, he is rolling. Vielleicht sollte man ihm mal erklären, dass das eine Battle Royale ist und kein Einzelmatch. Oh, jetzt gibt's mal den Chokeslam. Ne, doch nicht. Das sah nicht schlecht aus. Angedeuteter Choke. Oh, jetzt Gefahr für den Dark Wolf. Hey. Jetzt vielleicht die Entscheidung. Oh, ich glaube, der fliegt jetzt raus. Jackhammer hat er schon gefressen. Jo, und Dark Wolf, den ich zum Favoriten erklärt habe, ist der neue Television Champion und macht damit den Nachfolger vom Black Magic. Also die Black Invasion holt sich mal wieder einen Television Gürtel. Bin mal gespannt, ob den jeder von der Black Invasion halten wird. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall an Dark Wolf. Erster Gürtel hier. Hat sich aber auch verdient nach diesen Royal Rumble Leistungen, die er gezeigt hat. Ist das schon in Ordnung? Damit sehen wir dann, nach Takeover als übermorgen geht es wieder zurück zu Raw mit dem Television-Gürtel. Wir sind gespannt, wie das Ganze weitergeht. Vor allem, wer dann dabei ist. Dann sagt er, kommt her, ich mache euch alle platt, auch mit Platzwunde. So, und zu guter Letzt, das Match müssen wir auch noch durchbringen. Aleister Black gegen Pete Dunne, denn wir brauchen ja jemanden, der als Champion antritt bei Takeover morgen. Und ja, dann ist der Schwung schnell, Einzug ist ein, los geht's. So, dann schauen wir mal. Normalerweise könnten wir natürlich sagen, hey, wir lassen das Match morgen bei Takeover laufen, aber ich will es eigentlich immer bei NXT, TXM, BCW, dass die Rückmatches vor Takeover mal abgeschlossen sind und deswegen gibt es das heute nochmal. Wir müssen natürlich hoffen, dass Pete Dunne jetzt nicht gewinnt, sondern alles für die Katsch. Für die Katsch, genau, für die Katz. Für die Katsche. Wer kennt sie nicht? Kleine süße Kätzchen. Auf jeden Fall, Pete Dunne auf dem Weg zum Ring. Gehen wir mal weiter. Wenn es natürlich hier wieder so ausgehen wird, dass Black heute verliert, dann gibt es auf jeden Fall morgen bei Takeover dieses Match. Da könnt ihr mal sicher sein. Aber dann geht es richtig zur Sache. Dann wird es schön mit einer Stipulation ablaufen. Warten wir nochmal auf den fliegenden Holländer. Schönen guten Tag, Herr Champion. Hier ist es wenigstens richtig. Hier ist der Gürtel wenigstens unter dem Mantel. Oder unter der Jacke. Ave Satanas, Aleister Black. Aleister Black. BCW World Champion. So, dann schauen wir mal. Marry me, I'm single, okay. Ja. Interessiert keinen. BCW. Schon fast wie Marvin gegen King hier, die Fehde. Ja, Ringrichter geht dazwischen. Clothesline. Was macht Black denn da? Springt einfach mal voll vorbei. Der geht auch schief. Texas Cloverleaf hier von Pete Dunne. Old school. Aber Black kommt schon direkt da zum Ringseil.
We've seen champions head into matches maybe a little too confident, only to be picked off in the end. And guys, I can't help but wonder if we're going to see that again here tonight. Working on the arm. Going for the cover. Wie überraschend, dass da jetzt bei 1 der Kickout kommt. So, und Alistair Black muss erstmal draußen, hat der Close-Up von Pete Dunne. We all know what happened to him on that night. You are so right, Michael. That was great. So, Powerbomb auf den Ringrand. Oh mein Gott. Ja, und Pete Dunne wirft jetzt Black zurück in den Ring, der jetzt liegen bleibt. Das ist aber das Geilste, einfach nur ein Irish Whip, die bleiben liegen. I know it sounds odd, but it really seems like the champ is up against a headwind here. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Oh. Aleister Black appearing uneasy here. You're not crazy, Byron. The champ certainly has an uphill battle. Going X-Plex, man! This is all but over. Was schöner German Suplex. Aleister Black may have it. Nobody does it quite like him. Und wieder der Reversal. The champion is in serious jeopardy here tonight. I don't think I've ever seen a more determined challenger. Na, jetzt ist Black. Dreht jetzt auf anscheinend. Knee drop. Schau mal, wie lange bis der erste Reversal wieder kommt. Another great Saturday at WWE action here tonight. Thank you so much for tuning in. Sagt er, soll reinkommen, aber Pete Dunne ist noch angeschlagen. Dangerous position here, guys. Oh no, 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 no. Vertical suplex. Nice. Back in from the floor. I don't like the look in his eye here, folks. Look at this. Oh, Elbow Drop geht. Das passiert bei der KI aber wirklich oft, dass der Elbow Drop schief geht. So, jetzt Pete Dunne mit seinem Finisher. Pinfall gegen Black. Aber der Kickout. This is awesome. So, Black Mass aus dem Nichts. Und Pete dann nochmal mit dem Kickout. Und er meditiert jetzt erstmal eine Runde. Und jetzt wird es wahrscheinlich das Comeback geben. Jo. Aleister Black is going up. He's in trouble. He's close to being done here. Look at this. Golly, what a knee. Ja, wieder Pete Dunne mit dem Kick. Und der DDT. Der Bruiserweight. Ja, Kickout bei 1 von Aleister Black. Das war noch nichts. Und der Reversal. Oh, und Blackness. Der nächste, das wäre auf jeden Fall die Entscheidung. Nein, da kommt tatsächlich hier unser Bruiserweight mit dem Reversal. Die geben sich richtig, die zwei. Pinfall.
Kick out bei 1 von Aleister Black. Jetzt der Finisher von Dunn. Und der geht durch. Ist das die Entscheidung jetzt? Jo, Pete Dunne ist wieder Champion. Ey, was ist das bitte für eine kranke Fehde zwischen den beiden? Pete Dunne holt sich den BCW World Championship zurück. Dadurch könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, morgen bei TakeOver gibt es ein richtig hartes Stipulation Match zwischen den beiden. Da wird morgen ordentlich was abgerissen. Pete Dunne schlägt die Hand des Ringes weg. Und sagt ihr, ich hab ihn wieder. Ja, spannende Folge heute auf jeden Fall. Drei Titelwechsel. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Zwei Titelwechsel. Einer ist verteidigt worden. Aber auf jeden Fall hat es in sich gehabt. Ja, Leute, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir sind nochmal hier in den News drin. Pete Dunne ist Champion geworden, Dark Wolf ist Champion geworden. Sebastian hat seine Absichten deutsch gemacht, indem er vom Beginn des Matches Tyler Bate überfallen hat. Er möchte seinen Gegner verletzen und will ihn angreifen, wenn es am wenigsten erwartet. Rivalitäten, Black gegen Easy Free geht noch 9 Wochen, Sebastian gegen Tyler Bate 10 Wochen, Championship Ranking zeigen wir nicht. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint gerne meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung, auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Jeden Tag 12 Uhr eine neue Folge der WWE 2K19 Karriere, 15 Uhr NHL 19 die DEL-Song mit den Kölner Haien, 16 Uhr das Community Universe, das E-Verse, wenn ihr mitmachen wollt, schaut euch mal dazu das Video in der Videobeschreibung an und erstellt euch einen Charakter anhand der Teilnahmedingungen, die dort aufgelistet sind. Und jeden Tag um 18 Uhr eine neue Folge von Road to Glory mit WWE 2K19, was aber bald auf den 14 Uhr Platz kommen wird, sobald NHL 19 beendet. Wenn ihr da ein Interesse habt, lasst meinem Kanal doch gerne mal ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet. Ich bin jetzt raus, bedanke mich fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.